freilassen. Und da die mir auf den Keks gehen, nehme ich die Passagiere jetzt gefangen. Ist ja egal. Hauptsache, ich lasse die frei und mein Geld steigt 1031. Das müsste ich mir mal merken, bevor ich die Gefangene loslasse. Doch, ich bekomme das Geld wirklich. Gefangene, noch einer. Schön. Noch ein Gefangener. Damit habe ich 1, 2, 3 Passagiere. 4 Gefährten? Das könnte wirklich daran liegen, dass ich den Salär nicht zahle. Aber ich weiß. Was ist das denn jetzt hier? Bin ich jetzt. Moment. 2. Logbuch. Nee, Moment. Ich muss ja hier. Ich bin in Frankreich. Warum auch immer die jetzt hier die Leute angreifen? Eigentlich wollte ich. Okay, wenn ihr hier die Leute angreift, dann kann ich ja nur mitmachen. Ich will mich aber jetzt nicht unbedingt mit einer Wache anlegen. Warte. Nein. Hör doch auf. Erfahrung hinzugewonnen. Das ist nicht gut, meine Leute werden gleich sterben. Da, was ist der andere? Wo ist... Da. Nein. Der kämpft doch... Kämpft gegen 3 Leute gleichzeitig? So blöd sein. Jungs, antreten. Wo sind die? Die mir aus dem Weg, verdammt. Ich muss meine anderen Kämpfer finden. Okay. Und warum? Ich habe damit auch ein Schwert an der Hüfte. Warum metzeln wir jetzt genau nochmal die ganze Stadt hier nieder? Und tschüss. Wieso metzen wir jetzt nochmal die Stadt nieder? Könnte mir das einer erklären? Ich meine, könnte vielleicht dran liegen, dass ich denen irgendwie feindlich gesonnen bin, aber das muss jetzt auch nicht sein. Okay, 2 sind hier. Wo ist der dritte? Ich will nicht, dass einer von denen stirbt. Oh nee, oder? Wieso musste ich gerade mit allen Leuten gleichzeitig anlegen? Energie. Und die legen sich auch noch mit noch mehr Soldaten an. Oh oh, der ist gleich tot. Das ist blöd. Jungs, könnt ihr mal helfen? Der stirbt. Der stirbt nicht gerade. Der hat sich gerade irgendwie geheilt. Also auch noch alles. Okay, 2 haben wir
hier. Der dritte fehlt noch. Ach komm schon. Wieso mobsen wir hier die Stadt weg? Sammeln ist es ganz nett, das stimmt schon. Kann ich auch eine Kanone nachladen? Verzeiht, ich habe es ein. Nee, wie es? Nein, tut mir leid, da fällst du mit dem Falschen. Schön. Ich muss gleich einfach wieder aufs Schiff gehen. Wow, 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 wow. Das wird zu viel, das wird zu viel. Nein. Verdammt, einer ist gestorben. Ja, Kapitän? Mein Salär könnte erhöht werden. Unglaublich. Und welcher ist gestorben? Natürlich einer der... 8. Na klasse. Auf Level 8 und hatte schöne Sachen dabei. War ja irgendwie klar, oder? Was für ein Schwert haben wir denn für einen Level 8? Ich glaube, da haben wir gerade gar keins da. 1. Ach, Level 1. Musste erstmal damit klarkommen. So, nachdem die Fähigkeiten geben. Musterschüler. Kraftpaket. Eisenfaust. Na, 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 na. Bücherwurm. Unermüdlich. Schön. Ah. Das ist auch aufgestiegen. Ah, mein Navigator ist auch aufgestiegen. Das ist natürlich sehr schön. Jetzt habe ich natürlich wieder einen weniger, weil der gestorben ist. Aber die Sache ist, die hätte ich dem, ich hätte ihm nicht helfen können. Blöderweise. Mein großes Schiff ist da hinten. Und das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Wurde mein Schiff repariert? Sieht fast so aus. Oh, ich glaube, mein großes Schiff hat sich gerade mit der Festung duelliert gehabt. Auch eine Möglichkeit. Also wie gesagt, ich möchte zu diesem mörderischen Riff hochfahren. Einfach, weil da die Karte darauf hingewiesen hat, die ich habe. Ach komm. Lavega Hafen, sehr schön. Und jetzt. Erstmal in die Kneipe. Vertraut mir, nirgendwo sonst in der Kolonie könnt ihr euch so entspannen wie hier. Ist ein Laden. Ab in den Laden, genau. Oh, der hat auch eine Mission für mich.
können. Ich habe nur 9.788 Planken auf dem Schiff. Was bedeutet, ich repariere mich praktisch von selbst. Ich glaube, die behalte ich einen Moment lang. Nur, das wird wahrscheinlich ein Bug sein, aber hey. Nicht im Ernst. 34.000 Planken. Wenn ich die verkaufe, bin ich extrem reich. Der hat auch noch mal so viele Planken. Der ist ja Man of War auch noch. Planken hat wie verrückt. Der ist total überladen. Das fällt überhaupt nicht auf. Am Ende kommt dann wahrscheinlich eine Nachricht, du kannst nicht ablegen, weil deine Schiffe überladen sind oder sowas. Ach, 559.000 Planken. Das wird immer absurder. Bomben? Ich kann keine Bomben mehr verkaufen. Warum nimmt er denn nichts mehr an? Habe ich den bis jetzt zu viel verkauft? Nö. Nahrung nimmt er nicht an. Bomben nimmt er nicht an. Nein, oder? 981.000 Planken. Da bin ich ja hier mit 9.700 noch eine Kleinigkeit. 2.800 kann ich noch verkaufen an den Planken. Gar nichts mehr an Planken. Wow. Der ist wahrscheinlich voll. So wie es aussieht. Antigua. Auch zu weit weg. Wollen wir noch mal sehen, ob das jetzt noch immer noch so ist? Ah ne. Ja. Das bedeutet wohl. Ich nehme die Schiffe mit und verkaufe die Planken woanders. Verzeiht, ich habe es eilig. Nach Tortuga willst du? Nein, nein. Gerade nicht. Ich bin gerade dabei, ein Millionengeschäft zu machen. 900.000 Planken. Und die Schiffe können immer noch fahren. Fahre ich denn jetzt am besten hin? Einmal unten an die Insel. Und dann zu den Piraten. Da wollte ich ja eh nochmal hin. Also von daher, wieso nicht? Karte. Schön. Dann sollte ich mir natürlich jetzt keins der Schiffe versenken lassen von irgendeinem Spaßvogel. Oh. Natürlich, meine Schiffe reparieren sich jetzt definitiv von selbst, wenn der Zimmermann gut genug ist. Und das sollte er eigentlich sein, Stufe 9 oder 10. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht hier ein paar Planken loswerden können. Verrückt. Die besten Waren zum Spottpreis. Alter Schwede. Oh, 20.000 Planken kann ich verkaufen. 81.000 an Gold bekomme ich dafür. Oh. Und es sind immer noch 10.000 auf diesem Schiff drauf. Und ich kann dem nichts weiter verkaufen. Allerdings. Das wird immer mehr. Das sind 8 Millionen Planken. 15 Millionen Planken. Also wird das jetzt pro Hafen mehr oder... Oh. Das sind 236 Millionen